Sehr und zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode von Football Stars, dem wöchentlichen Fußball-Talk hier auf dem Kanal. Die englische Woche ist vorbei und Hannover ist Spitzenreiter, Spitzenreiter. Hey, ich weiß noch nicht, ob ich dazu nochmal ein Video mache oder erst ein Video nach dem Würzburg-Spiel, wo ich die ganze englische Woche nochmal so ein bisschen Revue passieren lasse. Werdet ihr auf jeden Fall früher oder später erfahren. Wir konzentrieren uns heute auf die Bundesliga und die Premier League und gucken uns die Spiele dieses Wochenendes an. Es sind ja einige interessante Ergebnisse unter der Woche passiert. Unter anderem hat Werder Bremen 3:0 gegen Schalke gewonnen, was ich so definitiv nicht erwartet hätte, und hat sich damit sogar in Reichweite für die Euroleague geschossen. Auf der anderen Seite trudeln Mainz und Wolfsburg immer weiter in den Abstiegsstrudel hinein. Sehr, sehr interessant auf jeden Fall, und dementsprechend schauen wir heute mal, wie die sich am Wochenende in meinen Augen schlagen werden. Wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. 150 Likes ist unser Ziel und ich bin mir sicher, wir können das früher oder später schaffen. Vielleicht ja heute, ich würde mich tierisch darüber freuen. Ballert den Daumen einfach raus, für euch ist es nur ein kleiner Klick und für mich hat es eine große Bedeutung. Auschecken könnt ihr auch die Videobeschreibung, da habt ihr einen Link zu Football Stars, da könnt ihr gegen mich an den Challenges teilnehmen, beziehungsweise selbst mal gucken, wie es bei euch denn laufen würde. Euer Fußballfachwissen unter Beweis stellen, wie ich immer so gerne zu sagen pflege, und natürlich haben wir da auch IG Vault, 6% Rabatt auf eure Coins, FIFA Points, PS, eine Microsoft gut haben und nicht zu vergessen auch mein Merchandise und meine Social Media Links. Wir haben einmal in der Bundesliga Köln gegen Gladbach und den FC Bayern gegen den BVB. Danach gehen wir nochmal auf die Ergebnisse im quasi Einzelnen ein, die ich tippe, und dann das Gewinnerteam in der Premier League, und damit fangen wir heute an. Das heißt, wir schauen erstmal, wie sieht es denn in der englischen Liga an diesem Wochenende aus. Wir dürfen jeweils zwei Spieler höchstens von einem Verein nehmen, hat ein Budget von, ich glaube, 60 Millionen, und es geht darum, welches Team die höchste Punktzahl erreicht, und da habe ich mir dieses Team mal zusammengesucht. Wir haben im Tor Foster, davor Leighton Baines, Vincent Kompany und Jan Vertonghen, dann Kevin De Bruyne, Dele Alli, dann Ander Herrera, N'Golo Kanté, Salomon Rondon, Pedro und zu guter Letzt, Vokes, ich weiß gar nicht, wie mein Vorname heißt, Sam, ich hätte Sammy gesagt, verdammt, ich hätte es einloggen sollen. Naja, das sind die Spiele: Tottenham gegen Watford, Stoke gegen Liverpool, Manchester City gegen Hull City, West Ham gegen Swansea, sehr interessante Partie, West Brom gegen Southampton, Middlesbrough gegen Burnley, Bournemouth gegen Chelsea, Sunderland gegen Man United, Everton gegen Leicester und Palace gegen Arsenal. Das heißt hier unter anderem ein London-Duell. Ja, diese Aufstellung wird Ihnen präsentiert von MGT, TV, Ihrem Werbepartner für Footballstars und vor allem ihrem Premier League-Experten, denn alle Challenges, die ich zuletzt gewonnen habe, waren in der Premier League. Ich weiß nicht, irgendwie ist die Bundesliga nicht gerade mein Terrain momentan, aber dafür die Premier League umso mehr. Forster im Kasten, momentan spielt West Brom extrem, extrem stark, und dieses Wochenende spielen sie gegen Southampton, und zwar zu Hause, und die wollen sicherlich ein bisschen noch auf Europa schielen, und warum nicht dann zu Hause gewinnen? Deswegen Forster und auch Rondon, die spielen sowieso meistens gut und sind relativ günstig, deswegen habe ich sie hier mit reingenommen. Ist, denke ich mal, eine relativ vernünftige Option. Innenverteidigung, wir haben die Spurs, die spielen gegen Watford. Da bin ich mir relativ sicher, dass sie gewinnen. Und Vertonghen und Alderweireld sind sowieso eine unglaublich sichere Innenverteidiger-Kombination. Deswegen habe ich den Belgier dahingestellt. Kompany hat zuletzt gegen Chelsea wieder gespielt. Ja, da haben sie verloren 2:1. Ganz, ganz bitter. Damit sind sie aus dem Meisterschaftsrennen in meinen Augen raus. Aber die Spurs haben gewonnen, 3:1, nachdem sie zurückgelegen haben bis zur 88. oder so. Mit 3:1 noch. Und dementsprechend ist das Rennen zumindest noch nicht komplett entschieden. Kompany auf jeden Fall gegen Hull City. Ja, wenn er spielt, dann sollte das vernünftig laufen mit der Punktzahl. Leighton Baines erwarten ja sehr, sehr stark dieses Jahr. Zuletzt unentschieden gegen Man United, ganz unglücklich erst durch Ibrahimovic-Tor. Spielen gegen Leicester. Leicester momentan so ein bisschen das Team der Stunde. Unter Shakespeare blühen sie ja wieder auf. Allerdings glaube ich, dass Everton zu Hause im Goodison Park zu stark ist und vor allem wieder Gutmachung betreiben will zu Hause für das Spiel, was sie gegen Liverpool verloren haben, für das Merseyside Derby. Und dementsprechend wird der Kapitän Leighton Baines da sicherlich eine gute Rolle machen. Kanté im Mittelfeld, ich glaube, dazu brauche ich nicht viel sagen. Kanté ist Kanté. Herrera, ja, die Sache bei United ist, werden sie gegen Sunderland gewinnen? Ich glaube schon. Sunderland ja abgeschlossen. Letzter, und die werden auch hoffentlich in die zweite Liga absteigen, sind der direkte Rivale meines Lieblingsvereins aus England, von dem McPies von Newcastle United, dementsprechend Herrera als einer der besten Zentralmittelfeldspieler bei Man United in meiner Elf. Dele Alli, genau aus dem gleichen Grund wie Vertonghen, ich glaube, die gewinnen gegen Watford und ist ein guter Mittelfeldspieler. De Bruyne dann, 205 Punkte, der spielt immer gut. Der spielt halt wirklich immer gut. Und gegen Hull City wird er auch gut spielen. Vorne drin Vokes dann. Burnley ist ja gar nicht so schlecht. Die Clarets bisher mit einer sehr, sehr ordentlichen Saisonleistung und spielen auswärts gegen Middlesbrough. Und Borough ist nicht mehr so stark wie am Anfang in meinen Augen. Dementsprechend denke ich mal, gerade weil Vokes eigentlich immer seine Anteile daran hat, wenn sie gewinnen oder wenn sie doch nicht gewinnen, dass er ganz gut spielen wird. Und Pedro als letzter Stürmer noch, weil Pedro einfach eigentlich, wenn Chelsea gut spielt, auch immer gut dabei ist. Und Diego Costa ist zu teuer. Dementsprechend habe ich mich da für den Spanier entschieden. Rondon habe ich gerade schon gesagt, weil West Brom, die Baggies, ja auch definitiv einen guten Lauf haben, und warum dann nicht gewinnen.
Ja, meine Tipps für dieses Wochenende: Tottenham 2-0 gegen Watford, Stoke 1-2 gegen Liverpool, Man City 3-0 gegen Hull City, West Ham 2-1 Heimerfolg gegen Swansea, die müssen mal wieder gewinnen, West Brom 2-0 gegen Southampton, Middlesbrough verliert 0-1 gegen Burnley, Bournemouth verliert 0-2 gegen Chelsea, Sunderland 1-3 gegen Man United, Everton mit 2-1 Erfolg gegen Leicester City und Palace verliert mit 1-3 gegen Arsenal, die sich ja jetzt unter der Woche immer wieder als Torschützen etablieren konnten. Sogar Özil hat getroffen, das muss ja normalerweise schon einiges heißen. Wir kommen zu den Bundesliga-Challenges und da haben wir einmal Köln gegen Borussia Mönchengladbach, das Rhein-Derby, und dann natürlich noch das Topspiel der Bundesliga, Bayern gegen Dortmund. So, Torschusstraining, das heißt, welcher Spieler oder welche Spieler haben die meisten Torschüsse, ist bei diesen beiden Teams nicht so einfach, weil normalerweise haben sie da nur zwei, die treffen, beziehungsweise nicht so viele, die treffen. Ich habe mich jetzt hier für diese 6 Spieler entschieden. 3 von Köln, 3 von Gladbach, weil ich glaube, das Spiel geht unentschieden aus. Stindl, Modest und Hahn, so, braucht man glaube ich nicht viel zu sagen. Hahn schießt eigentlich meistens drüber, aber er schießt halt. Stindl schießt auch und Stindl macht auch Tore und Modest ist halt der Stürmer beim 1. FC Köln, dementsprechend warum nicht. Bittencourt hat sehr, sehr viele Impulse gesetzt gegen Frankfurt und wird, denke ich mal, in der Startelf stehen. Auch der hat einen Zug zum Tor, genauso wie Jojic, der zuletzt einen Lauf hat und zweimal in Folge getroffen hat und dementsprechend auch versuchen wird, diese Serie auszubauen. Und Hermann ist normalerweise ja vorbereitet, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass der ab und zu mal auf den Kasten haut. An sich könnte man da beispielsweise auch einen Dahoud hinstellen oder ein Hazard, aber na, ich weiß nicht, ich bin da eher auf Seiten von Hermann. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon denkt. Ah, so, hier haben wir einen. Ja, bin ich auf jeden Fall sehr interessiert dran. Wir haben noch 10 Millionen Restbudget, aber die brauchen wir nicht und dementsprechend gehen wir jetzt weiter zur Challenge gegen den FC Bayern. Ich glaube übrigens 2-2 Endergebnis, wollte ich noch gesagt haben. Das Rhein-Derby wird ohne Sieger enden. So, und dann gucken wir Bayern gegen den BVB. Das Spiel der Stunde. Die stärkste Mannschaft der Bundesliga, die gegen Hoffenheim verloren hat, gegen die zweitstärkste auf dem Papier, die momentan diese Saison aber nicht so in Fahrt kommt und vor allem ein Problem momentan hat, und das ist diese Personalie hier. Aubameyang ist nämlich momentan nicht so stark. Es geht hier allerdings um die höchste Punktzahl und Punkte holt er trotzdem immer, ja. Er hat gegen Hamburg in meinen Augen recht schlecht gespielt, aber er hat trotzdem seine Bude gemacht und seine Vorlage, ja. Hat viele Chancen verballert, ich habe auch von vielen BVB-Fans gehört, dass das nicht gut war. Und in meinen Augen ist er momentan noch nicht so top in Form, wie er schon war, aber das heißt nicht, dass er gegen Bayern nicht treffen wird. Genauso wie Lewandowski. Das sind die beiden Top-Stürmer der Bundesliga, deswegen musste ich die mit reinnehmen. Alonso und Kimmich dann im Mittelfeld, beides zwei sehr solide Spieler. Ihr könnt hieran übrigens meine Tendenz schon erkennen. Ich glaube, dass Bayern gewinnen wird. Martin ist in der Verteidigung und Bender, weil Sokrates gesperrt ist, wird er in meinen Augen spielen. Ich weiß es natürlich nicht, aber ich könnte es mir vorstellen. Und dementsprechend steht er da drin. Ich kann mir sowieso keinen anderen leisten. Das ist auch noch so ein Faktor. Natürlich könnte ich Paslak hinstellen, aber momentan ist Piszczek zu stark, als dass der spielen würde. Für Ginter reizt nicht ganz, deswegen Manni Bender. Bin ich mal gespannt, ob der spielen wird. Aber das wird auf jeden Fall eine spannende Partie. Wie gesagt, ich tippe auf einen Heimerfolg der Bayern. Kann aber alles passieren, theoretisch. Mein Tipp ist dann 2-1 für den FCB. Ob das wirklich so eintreffen wird, wir werden sehen. Aber durchaus im Bereich des Möglichen. Die Torschützen wären dann Lewandowski, Aubameyang und Müller. Müller ist nämlich zuletzt wieder gar nicht mal so schlecht gewesen. So, jetzt kommen wir noch zu den Tipps für die Bundesliga allgemein. Die Besten der Besten. Hier haben wir die Spiele. Freitag Eintracht Frankfurt gegen Werder Bremen. Frankfurt momentan ganz, ganz im Abwärtstrend und Bremen im Aufwärtstrend. Bremen hat zuletzt alles zerschossen, aber ich glaube, gegen Frankfurt wird tatsächlich nicht, weil alle sich beschweren. Warum tippst du gegen Frankfurt? Ich habe schon wieder recht behalten. Ja, es war richtig. Ich habe gegen Frankfurt getippt und sie haben verloren. Ja, also, don't hate me. Ich glaube trotzdem, dass Frankfurt unentschieden spielen wird gegen Bremen. Ich glaube, das wird für die ein wichtiges Spiel und ich glaube, dass sie 1-1 spielen werden, auch wenn Bremen momentan unglaublich stark ist. Freiburg gegen Mainz. Eigentlich kein Abstiegskracher, zumal Freiburg sich durch den 1-0-Erfolg gegen Wolfsburg wieder befreit hat, aber Mainz muss gewinnen. Ist auswärts in Freiburg aber schwierig. 1-1. Köln gegen Gladbach, 2-2, habe ich schon gesagt. Schalke zu Hause gegen Wolfsburg. Wolfsburg gerade durch die Niederlage wieder unten reingerutscht. Ich glaube auch nicht, dass sie gegen Schalke auswärts gewinnen werden. Ich glaube lieber, dass sie unentschieden spielen werden. Ich glaube, die werden weiter unten reinrutschen. Und gegen Schalke verlieren mit 2-1, aber bei Schalke auch pushen muss langsam, wenn sie nach Europa noch wollen. Leipzig-Leverkusen. Leverkusen hat einfach in meinen Augen keine Berechtigung, diese Saison nach Europa zu kommen, werden sie auch nicht schaffen. Ich glaube, Leipzig wird in die Champions League kommen und ich glaube, Leipzig gewinnt auch dieses Spiel, nachdem sie ja zuletzt gegen Mainz gewonnen haben mit 2-1 zu Hause. Hamburg gegen Hoffenheim. Spannend, weil Hamburg zu Hause unglaublich stark ist, Hoffenheim aber unglaubliche Form hat momentan. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass sie das nicht gewinnen. Haben sogar gegen Bayern gewonnen und ich glaube auch gegen Hamburg gewinnen sie mit 0-2. Ja, ich will nicht wieder 1-2 sagen. Ja, habe ich schon bei Bayern und bei Leipzig und bei Wolfsburg. Deswegen sage ich hier 0-2. Bayern hatten wir gerade. Hertha gegen Augsburg, auch interessante Partie. Hertha, ja, momentan nicht so stark, wie sie schon waren. Augsburg, oh, das ist ganz, ganz schlecht. Und dann noch im Olympiastadion. Da wird sich Hertha keine Blöße geben. 2-0. Ingolstadt gegen Darmstadt. Ingolstadt ist zu stark. Darmstadt ist abgestiegen. 3-1 Erfolg für Ingolstadt, für die Schanzer. Zu Hause. So, das sind meine Tipps für die Bundesliga für dieses Wochenende. Ich bin gespannt, was ihr so zu sagen habt. Schreibt es mir in die Kommentare, beziehungsweise nehmt gerne den Challenges hier teil und tretet gegen mich an. Im Zufallsprinzip könnt ihr da in die gleiche Challenge-Gruppe reinkommen wie ich und dann beweisen, dass ihr besser drauf habt, als ich es habe. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Checkt die Links in der Beschreibung und wir
wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag und ein wunderschönes Fußballwochenende. Passt auf euch auf. Bis dann. Macht's gut. Haut rein. Und ciao.